So, herzlich willkommen, meine Lieben. Zurück zu Lass uns raten 2. Ich hoffe wirklich inständig, dass ich jetzt hier alles richtig angesteckt habe. Weil ich habe jetzt so lange hier nicht mehr aufnehmen können, dass ich überhaupt nicht weiß, ob meine ganzen Einstellungen und sowas passen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass die Folge jetzt nicht zu sehr hier verplant ist vom Ton. Also der Ton ist das Hauptproblem. Also dass man die Musik hört, dass man mich einigermaßen hört, dass nichts zu laut ist, dass nichts zu leise ist. Das ist nämlich tatsächlich das, was am meisten stört. So, wir sind hier mit unserer guten, ich weiß schon gar nicht mehr, wie sie heißt. Und ich muss anscheinend mein Pferd pflegen. Hallo Marie. Hallo. Heute habe ich keine Aufgabe für dich. Ah, die Musik ist zu laut, ich merke es jetzt schon, weil die Stimme. So, deswegen hatte ich das auf 30 angestellt. Ich sollte nicht. Er hat heute mal wieder keine Aufgabe für uns. Das heißt, wir müssen einfach nur unser Pferd pflegen. Das ist ja sehr schön. Das hätte ich jetzt auch mal echt überspringen können. Oh Leute, ich weiß nicht mehr, wie das Spiel funktioniert. So, ich muss hier. So, jetzt ist es weg. Und dann nochmal, oder? Nee. Bis es weg ist, ne? Nee, nicht bis es weg ist, sondern bis ich den Stern bekomme, oder? Oh, ich weiß es nicht mehr. Boah, fährt der eine oder andere fette Träger da draußen vorbei und nimmt mich nicht mit. Was für eine absolut furchtbare Frechheit. Ja, wieso ist denn das jetzt noch nicht fertig hier? Ach so. Ich bin dumm. Okay, ja, warte mal. Das muss nämlich so. Ich habe schon wieder vergessen, wie man das Spiel spielt. Na, und jetzt auf Pflegen. Jetzt den Kamm, ne? Das zählt ja auch als Pflege. Und erst dann kriege ich meinen Stern wieder, ne? So war das doch, oder? Jetzt ist er weg. Also immer wenn er von alleine verschwindet, dann passt das, oder? Ich habe das so lange nicht mehr aufgenommen, dass ich schon gar nicht mehr hier klarkomme und weiß, wie ich das hier recht machen soll, ne? Na, Amelie, verstehst du das Problem, Amelie? Du bist das Problem. Das Pferd ist wie immer das Problem. Hier, warum geht jetzt hier nichts mehr? Komm, mach doch mal das Pferd sauber. Was ist denn? Ja, da kommt jetzt schon noch ein bisschen Staub raus. Ich komme nicht näher hin, oder? Kann ich das drehen? Kann ich die Kamera drehen? Nee. Okay, Hufkratzen. Kratsch, kratsch. Ah, okay. Mhm. Achso, jetzt ist es. Ja, ist das jetzt, war das jetzt gut? Ist jetzt von einem Tag zurück? Oh Mann, ich habe echt gar keinen Plan mehr. Nee, warte, jetzt muss erst das alte Heu weg, so. Bis das weg ist, ne, so. Wir gucken mal, wie viele Blütenblätter wir verdienen können, ob ich dann schon fertig gepflegt habe oder nicht. Gut, das jetzt zurückgestellt, so. Ach, das gehört auch zur Pflege. Ah, siehst du? Also alle Blütenblätter vollständig. Jetzt brauchen wir noch Wasser. Und so, ne? Und Wasser da rein. Genau, und jetzt fressen noch. Hafer. Und den Hafer auch da rein, ne? So, und wieso habe ich jetzt nicht hier alles voll? Ach, muss ich 2 Portionen füttern? Ja, wahrscheinlich, ne? 2 Portionen. Oh nein, da muss ich das Fohlen auch nochmal machen. Dieses mistige Fohlen. So viel Arbeit macht das. Leute, schafft euch bloß kein Fohlen an, ne? Habt ihr auch Fohlen? Machen die viel Arbeit? Und denkt euch auch immer, oh, immer dieses Fohlen. Wie schwer kann das sein, da 4 Kleeblätter zu bekommen? 5. Blumen. 4, 5 Blumen. Das sind ja nicht mal Kleeblätter. Das sind einfach nur Blumenblüten. Und dann hat er noch nicht mal. Das heißt, ich musste jeden Tag dieses Pferd pflegen und das andere auch noch. Und er hat dann noch nicht mal Arbeit für mich. Gott, aber wir können vielleicht ein Turnier reiten, oder? Können wir Turnier reiten? Normal müssten wir eigentlich Turnier reiten können. Und wir können unser Fohlen ein bisschen trainieren. Ja, komm, wir füttern es nochmal. Komm, wir machen das dann schon richtig hier. Sonst haben wir wieder am nächsten Tag. Ja, du hast dein Fohlen heute nur Larifari gut gefüttert und gepflegt. Das ist das, was mich an den Pferdespielen nicht nervt, aber was so ein bisschen, also ich brauche das nicht, dass ich jeden Tag mein Pferdchen pflege. Ich hätte da gern so einen Button, wie zum nächsten Event springen oder sowas, ja, also dass ich, wenn ich so ein Spiel habe, wo ich halt viel so pflegen kann, muss, darf, brauche, dass ich aber auch einen Knopf habe, wo da steht, ja, springe zum nächsten Event oder so, ja.
dass ich diese ganze... ich habe heute leider keine Aufgabe für mich, aber das Pferd kannst du trotzdem pflegen. Musst du. Ist ja nicht so, als würde ich es können, sondern ich muss es ja, sonst kriege ich schlechte Bewertungen. Und dann stirbt mein Pferd und wird mir weggenommen. Und all das will ich nicht. Nein, ich möchte ja schon ein guter Pferdevater sein. Ja, ein guter Pferdehüter. Peggy, der Wildpferdemann. Der Pferdemann. Denn, das ist schon ein bisschen kritisch hier alles, ne? So, Mistgabel. Komm mal rum hier. Mach mal das ganze, den ganzen Fohlen Dreck da weg. Na, du kleines Fohlen. Du machst aber so viel Dreck. Das ist ja furchtbar. Die Folgen heute werden ein bisschen kürzer. Das ist jetzt Gamescom-Wochenvorbereitung. Also für die Tage. Das heißt, damit ihr auf jeden Fall ein bisschen mal wieder hier was, ne? Pferdespiel. Und dann, sagen wir mal, nächste Woche gibt es auch wieder was Neues auf dem Kanal, ne? Also, und freut euch da drauf. So. Aber das heißt, wir machen das natürlich weiter. Ich will hier auch mal irgendwie was schaffen mit dem Pferd. Können wir denn jetzt in irgendwas reiten gehen? Irgendein Turnier? Vielseitigkeitssattel. Ja, komm. Auf damit. So. Dann drauf. Und jetzt gehen wir raus. Sehr schön. Gut, und dann gab es doch hier hinten die Turniere. Oh, was will er denn? Was will der Kamerad? Hi Marie, hast du dich schon etwas bei uns eingelebt? Alter, ich bin der Geilste. Die Geilste. Ich gewinne immer Turniere und so. Auenwald. Ich kann tatsächlich die anderen nicht machen. Weiter. Ich hätte gedacht, dass wir uns hier so langsam in den Turnieren so vorkämpfen, aber ja. Wir müssen wohl einfach nur die Tage verstreichen lassen, bis er eine neue Aufgabe für uns hat. Marie auf Amelie war Erster. Herzlich willkommen zum Sprungturnier. Die werden wir auch dieses Mal schlagen, diese Marie auf Amelie. Gut übersprungen. Gut übersprungen. Gut übersprungen. Da haben wir das Ziel übersprungen, übers Ziel hinaus. Gut übersprungen. Sag ich ja, ich bin einfach nur der Hammer. So, liebe Zuschauer. Gut übersprungen. Wow, der Moderator eskaliert total. Gut übersprungen. Also Moderationsfähigkeit läuft bei dem wie jeder andere YouTuber. Gut übersprungen. Ja, er sollte sich einen YouTube-Kanal aufmachen, da kann er auch immer dasselbe labern. Gut übersprungen. Warum lassen die mich das nicht machen? Ich würde mal gern so ein Pferdespringen-Dings moderieren, Dank für moderieren kommentieren. Das war eine hervorragende Zeit. Wäre wahrscheinlich schwachsinnig, aber lustig. Und wir haben gewonnen. Mit Amarie auf Amelie. Schau, wie geil wir einfach sind. So, und jetzt bis zum nächsten Tag springen. Ich bin mir nicht sicher, ob das hier mit dem Ton irgendwie, ob das so gut ist, wie ich das mache. Ne, ob das so passt. Ist das zu leise, zu laut? Passt das für euch? Ich bin da gar nicht so sicher. Ich muss mir das dann auch nochmal anhören. Ich habe das jetzt auch nicht überprüft, ne, wie die Qualität hier ist. Ich hau die Folge einfach so raus. Ihr müsst dann schon klarkommen irgendwie, ne, wenn ihr das euch angucken wollt hier. Ihr seid ja selber schon... Das angeht. Ja, ist denn das jetzt hier mal fertig? Können wir zum nächsten Tag springen? Ah, ja. Du hast dein Pferd heute sehr gut gepflegt. Geil. Oh, wir haben eine neue Stufe erreicht. Das ist schön. Neue Stufen sind immer gut. Gibt es denn heute was zu tun, mein Chef? Jetzt pass auf. Oh, ich habe heute leider nichts zu tun für dich. Hallo, Marie. Oh, Gott. Das ist echt furchtbar, diesen jeden Tag nichts zu tun haben. Hi, Marie. Das ist wirklich ganz schlimm. Ich muss jetzt jeden Tag nur... Ah, ich habe das Fohlen nicht gedingst. Trainiert. Eieieiei. Pferde pflegen. Schau mal, wenn man wüsste... Ja, ich muss das jetzt noch 10-mal machen. Und dann geht's erst weiter mit der Story. Dann würde ich jetzt sagen, ich nehme das Offscreen auf. Und ihr könnt dann da das weitergucken, wenn ihr Bock habt, ne? So. Und... Wisst ihr was? Wir machen das jetzt so. Ich mache jetzt hier einen... Ja, wir haben noch nicht mal 10 Minuten. Bei 10 Minuten, wir machen die Folge jetzt ein bisschen kürzer, okay? Da seid ihr doch sicherlich einverstanden damit. Und dann werden wir nämlich Folgendes machen. Dann mache ich nämlich hier so die Tage weiter bis zum nächsten Event. Also für die Tage jetzt werden die Folgen ein bisschen kürzer, okay? Versteht ihr, was ich meine, damit ein bisschen was passiert? Ich denke, ihr findet es auch ein bisschen krass langweilig, wenn ihr mir hier immer beim, ne, wenn ich hier immer den Pferdemist wegmache und dann das und dann hier nochmal ein bisschen, ja, und dann bürste ich ihm nochmal so durchs Fell, ne. So, hier schön das Fell gebürstet. Mann, wo hast du dich denn dreckig gemacht, Pferd? Was ist denn mit dir los? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Pferd. So,
Hufe her, Mann, Schuhe putzen. Wie siehst du denn da aus? Total unscharf. Wo hast du nur die pixeligen Hufe her? Sowas gibt's bei mir nicht. Bei mir ist alles HD, Alter. So, schön den Strubbel aus dem Strubbel hinten rausgestrubbelt, ne? Da muss ich nämlich mal gucken, dass wir das hier richtig strubbeln. Ich kenne die Mähne. Mit dem Mähnen kam in eine Richtung. Und zwar nach unten. Das sollte eigentlich richtig sein. Jetzt muss ich nur mal gucken, warum der Mähnenkamm hier nicht so funktioniert, wie ich das möchte. Da bin ich fertig gestruppelt, aber es fehlt noch was zu essen. Habe ich mit einmal zu essen oder einmal zu trinken gehen? Und zu ihm, das Donnerdien ist, und ja, Melü. Ja, jetzt ist er fertig. Ja, gut, nochmal haben wir jetzt noch das Pony fertig. Und wenn wir das Pony fertig gemacht haben, dann ja. Können wir machen das Pony fertig. Du Pony, was ist denn mit scheiß Problem, Alter? So. Das Pony braucht auch noch ein bisschen zu trinken. Und das Pony braucht natürlich auch noch ein bisschen zu essen. Jetzt bringen wir dem Pony noch eine zweite Fuhre Wasser. Das kann es sich dann schön durch die Nase in den Kopf ziehen, ne? So machen das Pferde. So trinken Pferde. Sie ziehen sich das Wasser mit der großen Nase. Deswegen haben Pferde auch so große Nasenlöcher. Weil die das Wasser tatsächlich mit der Nase aufsaugen und sich dann da in den Kopf ziehen. Und das von da dann weiter wandert in den Magen. Und im Magen wird das Wasser dann, naja, ne, was halt mit Wasser passiert, das läuft so durch. Und dann wird es irgendwann wieder ausgeschieden. Das ist dann das sogenannte Kopfwasser. Ja? Jo, meine liebe Amelie. Ach, du bist schon fertig. Da habe ich ja umfällig, mich auch nicht, habe ich das ja gemacht. An die Futtern muss ich noch. Tut mir leid, ich habe dein Futter vergessen. Ich hatte dreimal Wasser. Ich brauche aber noch einmal Futter. So. Wie heißt denn das Fohlen eigentlich? Habe ich ihm schon einen Namen gegeben? Pebbles, das ist ein schöner Name. Das ist ein super schöner Name. So, ich mache nochmal den ganzen. Oh, hab ich das? Das muss nicht gemistet werden. Wie schön, Pebbles. Das muss gar nicht gemistet werden. Du hast noch nicht so viele Haufen da reingemacht. Und deswegen trotzdem werde ich aber mal den Huf auskratzen. Ne? So, Pebbles. Huf auskratzen. Ach, ist ja schön. Das macht Spaß, da kommt Freude auf. So, jetzt werden wir nochmal hier das Pferdchen ein bisschen abstrubbeln. Ne, da wird doch rechts herum. Also man muss immer rechts herum strubbeln. Manche Menschen strubbeln auch links herum. Das sind die sogenannten Linksstrubbler. Ich bin aber ein Rechtsstrubbler und ein nach unten Kämmer. Und hier strubbeln wir nochmal eben nach. Da war noch nicht richtig gestrubbelt. Ne? Also immer schon rechts herum strubbeln. Ich halte, ihr seid links herum Strubbler. Dann macht er so. Ich glaube, ich war hier fertig, aber muss ich noch tatsächlich ausmisten. Das ging nämlich nur gerade nicht, weil da gerade gefressen wurde. Und wenn das Pferd frisst, kann ich natürlich unmöglich in deinem Stall ausmisten, weil das würde ja das Pferd stören. Und wenn wir das Pferd stören, ist es sauer. Und niemand will ein saures Pferd. Wie sollte das schmecken? Ja. Wir machen mal kurz eine Lektion hier. Gut, los geht das. Nach oben. Ich habe mich verdruckt. Jo, schneller. Oben. Und los. Ich bin immer so eingestellt, dass ich nach rechts drücke, um es loslaufen zu lassen. Aber nein, ich muss ja das drücken, was da oben steht. Schneller, Pferdchen, nach oben. Komm schon. Ach, Marie heißt sie. Marie auf Amelie. Richtig, Marie. Habe ich vergessen. Wie kann ich das vergessen, obwohl ich schon zweimal gesagt habe in der Folge? Nein, ich habe mich verdrückt. Ich habe nach rechts gedrückt, nicht nach oben. Ich bin so ein Dummer. Ich bin so schlimm hier. Ich kann das gar nicht richtig hier mit der Traversale. Kann ich das gar nicht richtig führen. Anhalten. Pebbles. Bleib sofort stehen. Ja, du kannst ja nicht weiterlaufen. So, und jetzt schneller. Pebbles, schneller, ja. Wir haben nicht so viel Zeit, Pebbles. Schnell, der Tag rennt. Halte an, Pebbles. Und hier ist Schluss, ne, für dich. So, einmal schneller nach oben. Ja, oben, da müssen wir ein bisschen schneller hier rein. Das kann ja sonst nicht wahr sein. So, und ich fertig. Sind wir endlich fertig für heute? Ja. Das war super. Wir haben unser Pony super trainiert. Unser Pony, sage ich, unser Fohlen. Wir waren schon ganz klasse. Haben wir das trainiert? Das war wirklich ganz Sahne. Und wir springen zum nächsten Tag und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt. Ne? Lass uns reiten 2. Das ist Pferdespiel. Vielleicht der Gangster. Tschüss. Wer kommt denn da? Hallo?